Hi Leute, willkommen zurück zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spiele ich wieder die FIFA St. Pauli Karriere weiter. So. Wir sind immer noch 16. Platz, also Relegationsabstieg. Jo. Dann werde ich jetzt mal bis zum nächsten Spiel simulieren. So, das nächste Spiel steht an gegen Würzburg. Den jetzt 16. Vom nächsten Match hängt viel für uns ab. Im Moment bin ich nicht gut drauf und bin ich gut drauf. Und ich bin mir sicher, dass ich die Position von Marc Nohmann viel besser ausfüllen könnte als er. Ja, du bekommst deine Chance. Und ich werde Benatelli spielen lassen. So. Und ich werde es simulieren, weil ich keine Lust habe, selber zu spielen. Aber ich werde es nur simulieren, ganz normal, dass ich noch eingreifen kann. Ja, okay, der, also der Pass. Nein. Ja. Ja, 1-0, Mamouche. Das verstehe ich halt nicht, dass die Einblendung kommt und drüber dann eingreifen. Ich, also, die meisten oder so, glaube ich auf jeden Fall, so wie ich, die wollen, glaube nicht eingreifen, wenn es 1-0 steht, fürs eigene Team. Ah, 2-0. Kiwi. Ja, 3-0. Wieder Kiwi. Also, ich glaube, bei diesem Spielstand 3-0 kann man auch zum Ergebnis springen. Im Endergebnis. Ja, 3-0, da habe ich mir schon gedacht, dass dann eigentlich nicht mehr viel passieren sollte. Als nächstes im Pokal Runde 2 gegen Bayern. Okay. Dann haben wir noch Spielernachrichten.
Hoppala, ich muss öfter spielen. Die geringe Anzahl der Einsätze ist nicht gut für meine Karriere. Wenn es drauf ankommt, zähle ich auf dich. Und Olsen. Schön, dass sie gewusst hat, dass es einen Sieg geben wird, wenn ich spielen darf. Sehr gut. No. Leihangebot für Bogerts. Der Torwartleihe zum Kauf werde ich delegieren und Leihe machen. Und eine Spielernachricht. Philipp Sierweis. Hallo Boss, ich würde gerne kurz im Namen der Mannschaft mit ihm sprechen. Die Jungs machen sich Sorgen, dass dem Club aktuell irgendwie die hohen Ansprüche fehlen. Wir haben den Eindruck, dass hier niemand Sehnsucht nach Titeln hat. Bitte sagen Sie uns, wie Sie diese Situation verbessern können. Wollen. Danke für die Mitteilung. Gegen Bayern wird es halt ein schweres Spiel. Ich glaube halt jetzt nicht übelst krass dran, dass wir da jetzt gewinnen. Deswegen, ja, werde ich Bobala spielen lassen. Und Reginiussen. Siemens. Ja. Olsen. Ja, so ist ein gelber Strich. Da haben wir wieder Wacken mal rein. Und wir lassen mal Smith spielen hinten. Und Burgstaller, weil Marmusch jetzt auch nicht so fit ist. Und wir nehmen mal einen Tanovic mit. Craig mal einen drin lassen. Oder nehmen wir einen Jugendspieler mit. Das würde ich jetzt schnell simulieren. Ja, 2-0. Oh, Gnabry kriegt nur Gelb-Rot. Oh, Spielernachrichten von Simons. Hallo Boss, es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Ich wollte Ihnen nur versichern, dass ich alles tun werde, um mit der Mannschaft Erfolg zu haben. Wenn Sie es so wollen, dann spiele ich gern als rechter Flügelspieler. Aus meiner Sicht machst du das gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Spiel. So, jetzt haben wir zwei Nachrichten. Unsere Ziele sind gefährdet. Bei Markenpräsenz erreicht 7 Spiele ohne Gegentor in Heimspielen dieser Season und verpflichte einen wichtigen Spieler für die erste Mannschaft. Okay. Ein Monatsbericht Jugendmannschaft. Ja, sind halt alle 15. Und 15 Spieler, die 15 sind, kann ich noch nicht verpflichten. Sonst würde ich ihn jetzt hier verpflichten. Weil er halt ein gutes Potenzial hat. Das nächste Spiel ist gegen Nürnberg, die 17. Platz sind. Und wir sind 13. Levans und Zierreis kommen wieder rein.
Dann Smith und raus. Binatelli, Kiwei und für Siemens. Mamouche kommt natürlich. Okay, hätte ich jetzt auch anders machen können, aber egal. Ne, kommt natürlich wieder vorne rein in den Sturm. So werde ich spielen. Also ich werde nicht selber spielen, ich werde wieder simulieren. Schnell simulieren. Und wir verlieren 1-0. Jetzt sind wir 14 da wieder. Das Spiel gegen Kräuter Fürth. Das werde ich auch noch. Ah, okay. Übereinkunft, kurze Laufzeit, ja, kann man annehmen. Ja, das ist für das Nationalteam abgeleistete Spieler. So, ich werde dann Olsen wieder spielen lassen. Und Gnoll. Und Burgstaller auch noch rein. So. Pressekonferenz teilnehmen. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Ist Ihre Mannschaft gut genug, um weitere solche Leistungen zu zeigen? Die Mannschaft ist gefragt. Wie werden Sie das nächste Spiel angehen? Wir dürfen Greuther Fürth nicht unterschätzen. Ihr Team tut sich momentan schwer. Was sind die Gründe dafür? Mir fehlen die Worte. Und das Spiel werde ich normal simulieren. Also, dass ich eingreifen kann. Oh, fast 1-0. Mhm, 1-0 Kräuter Fürth. Okay. Dann werde ich mal eingreifen.
Ja, also, er läuft extra langsam, um nicht an den Ball zu kommen. Ja, nächstes Tor, doch nicht. Er kann ihn anders spielen, spielt aber so. Ja, wieso läuft er denn nicht jetzt? Hey, ich drück doch Viereck. Ja, das Spiel ist wirklich ein Schmutzspiel, ganz ehrlich, das ist. Ich drück Viereck und er schießt ihn einfach nicht weg. Ich weiß nicht, warum ich dieses Spiel eigentlich spiele.
Ecke. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Sechs Minuten haben wir hier noch. Da haben Sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Tolles Zuspiel. Also die Aufstellung ist ja. So, Ecke kommt. Das Spiel ist durch, da legen wir fest und sie gewinnen hier dann auch verdient. Sie waren einfach überlegen. Da haben wir jetzt Platz. Schuss und lange jetzt. Deswegen habe ich auch in letzter Zeit kein FIFA gespielt. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Die Niederlage war abzusehen, oder? Wir waren schwach. Was ist heute schiefgelaufen? Bin ich sicher. Woran lag es heute? Wir haben nicht unser übliches Spiel aufziehen können. Vielen Dank für diese. Ich werde es mit der Aufstellung mal weiter probieren. Oder will ich jetzt eigentlich spielen? Salazar muss ich wieder umwandeln in mein ZM, sonst wird mir das hier gelb angezeigt die ganze Zeit. ZM dann sind sie wohin. Ja, das war's dann mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, euer Dimson09. Ciao.